Anzi, du bist der Letzte. Ist das Gas ausgegangen, Hansi? Schasi, ist der bei der Allianz versichert, oder? Dir gefällt es denn heute? Wart, hör der Mucki. Schatzi Mucki, ja bist du Depper. Weil das lauter unkomplizierte Typen sind. Kleines Beispiel. Vor mir letztens, habe ich mich verfahren, bin in ein Brombeerfeld reingekommen. Da hörst nichts, da fährt jeder nachher, das ist kein Problem. Macht das einmal mit euch eine Frauen, da werdet ihr es dann einmal hören, was los ist. Lauter Trotteln. Das ist doch gut. Ist ja ganz ein Bilder, er fährt der Transalpa, er fährt über die Alpen. Sie jagt sogar seine Frau drüber. Transalp geht so super, sage ich, wenn man wirklich so ein wenig rauffahren will, gibt es ja ganz leichte Sachen. Man muss nicht einmal über den Reschenpass drüber und das ist aber. Thank you.
Dreiergruppen taugt man deswegen, da wird miteinander fortgefahren, wird, schaut man, dass niemand verloren geht und dass man wieder miteinander heimkommen. Und fahren auch ein ganz schönes Tempo. Du fährst aber mit der Einser und mit der Dreiergruppe. Was taugt dir so an unserer Truppe? Ja, bei der Einser taugt mir, dass ich dann, wenn ich ins Wirtshaus komme, keine Luft mehr habe, dass ich mir gar nichts mehr bestellen kann. Und bei der Dreier taugt mir, dass wir uns alle gegenseitig so anlegen, dass die Dreier heißt, obwohl wir oft die Fünfer auch sind. Und dann haben wir natürlich auch viele Wechselzeiten Rau besorgt. Da haben wir noch die Rau zwei neue Schleichen und da haben wir gesagt, ja, die kannst du kaufen, wir haben da was rein, da müssen wir zwei Schleierkasten, kannst du mir das nicht mehr drucken. Und das Rau darfst du aber nur fahren mit dem Rau bis zum nächsten 50er oder 60er, das ist ein Wanderrad für die Hausaufbäcker zum Jubiläum. Ob ah, das ist super. Stimmt das, dass du jetzt wirklich schon 50 bist? Ne? Sagen dann sie, ich kann es eh nicht glauben. Schon wieder 20. Zuerst einmal, wie geht's dir? Ja,
einmal danke für die nette Einladung und die gute Bewirtung. Und wir möchten uns auch gleich bedanken, dass du Uwe so viel Zeit nimmst und den Guide machst für die Dreiergruppen und ein richtiger, umsichtiger Guide bist. Also danke für das. Und wir möchten der Uwe miteinander sehr herzlich zu deinem 50. Geburtstag gratulieren, viel Gesundheit wünschen, dass du weiterhin so viel Spaß hast beim Radfahren. Und haben wir natürlich auch für dich da das spezielle Hasenbecker-Wagen. Das darfst du da haben, den eigenen bis zum nächsten. Wie hast du das geschafft eigentlich? Ein grundsolides Leben. Sagt er? Kalt. Nur kalt. Da ist ja gerade ein Interview mit ORF. Mir taugt in der 2.1, dass erstens einmal schneller ist wie in der 2er 2.0. Dann zweitens der Guide, die zwei Guide von der 2.1, die sind sehr herzlich zu den Leuten. Da kenne ich andere Szenarien. Also ich habe mir 2.0 circa 3 Jahre durchgemacht. Man wird hart in der Truppe, das stimmt. Aber es gibt was Komotes.
Die Einsergruppen taugt mir deswegen, muss ich jetzt weiter rennen. Da fällt mir nichts ein, die taugt mir nicht wirklich. Warum bist du dann der Guide? Ja, ich hab mir so nicht ausgesucht, das hat es mir saffig geheißen. Zeit lassen, du. An die Hausrückbiker schätze, dass wir so superlässige Truppen sind, ganz ungezwungen. Jeder kann dabei sein. Wer da ist, ist da. Das ist das Wichtigste. Hubert, wie war's? Es war so geil.